Herzlich willkommen zurück. Es geht um die Corona-Finanzierungsagentur oder auch COFAG. What the fuck? Die von unserem Finanzminister des Jahrzehnts, Gernot, ich habe keinen Laptop, er ist in dem Kinderwagen meiner Frau beim Spazierengehen. Blümel. Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Der hat nämlich die Corona-Finanzierungsagentur gegründet. Das Kabinett des damaligen Finanzministers Blümel höchst selbst kümmert sich um die COFAG. Die im Endeffekt dazu geführt hat, dass man hätte keinen Ofen kaufen können, wo man das Geld schneller verheizen kann. Wie, man weiß nicht, wo das Geld ist. Diese Agentur ist so konstruiert worden, dass man keinen Zugriff auf diese Daten hat. Und diese Beispiele habe ich im Übrigen jetzt nicht mitbringen können, weil wir das parlamentarisch kontrollieren konnten, sondern weil die EU sie dann dazu gezwungen hat, zumindest einen Teil der Corona-Gelder zu veröffentlichen. Das Finanzministerium kann nicht bei der COFAG anrufen und sagen, so, ihr müsst das jetzt anders machen. So ist es konstruiert worden. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die Ausgliederung der Verwaltungsaufgaben auf eine GmbH unsachlich war. Dass Unternehmen zu Unrecht keinen Rechtsanspruch auf Finanzhilfen haben und dass die Verordnung, dass die COFAG gegenüber dem Finanzminister nicht weisungsgebunden ist, gesetzwidrig ist. Und in der COFAG sind so viele kompetente Menschen drinnen, dass man einen ganzen Arsch voll Geld dafür verwenden hat müssen, Expertise von außen zuzukaufen. Und wenn du den Betrag hörst, wird dir die Kette aus dem Fahrrad fliegen. Wissen Sie, was uns das gekostet hat, Ihre COFAG? Nur das Konstrukt als solches? Aber am besten ist, wir schauen wieder ins spaßige Hohe Haus. Haben wir ja letztens mal schon ein bisschen so Mucke gehabt. Mhm. Nach der Budgetrede gratuliert der Bundeskanzler dem Finanzminister. Ich kann den ORF-Bericht da jetzt nicht wirklich einordnen, eben mit dieser Musik. Ebenso üblich ist, dass die Vertreter der Oppositionsparteien das Budget weniger super finden. Aber da fühle ich mich ein bisschen verarscht, nämlich von der Regierung und von den Medien quasi. Auch das ist üblich. Die Tragikomödie geht weiter. Mehr sage ich nicht. Alles klar. Unter dem Titel COFAG-Skandal 20 Milliarden mittels rechtswidriger Konstruktion verteilt, wann bekommen wir unser Geld von Benko und Co. zurück, stellt die SPÖ 44 Fragen an den ÖVP-Finanzminister, wo es vor allem darum geht, wo der Großteil des ausbezahlten Steuergeldes hingeflossen ist. Die COFAG hatte gar nicht die Expertise, die es braucht. Die musste erst wieder bei externen Dienstleistern zugekauft werden. Gutachten, externe Expertise. Wissen Sie, was uns das gekostet hat, Ihre COFAG? Nur das Konstrukt als solches? 70 Millionen Euro. Das ist Bereicherung auf Kosten der Allgemeinheit. Das ist Umverteilung von unten nach oben, wie sie im Buche steht. Es war ein Paradies, die COFAG, für schwarze und grüne Berater. Anstatt vorhandene Expertisen in der Finanzverwaltung zu nutzen. Es sind Milliardenhilfen ausgeschüttet. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die Ausgliederung der Verwaltungsaufgaben auf eine GmbH unsachlich war. Dass Unternehmen zu Unrecht keinen Rechtsanspruch auf Finanzhilfen haben, weshalb sie keinen Bescheid bekommen, gegen den sie vorgehen können. Und dass die Verordnung, dass die COFAG gegenüber dem Finanzminister nicht weisungsgebunden ist, gesetzwidrig ist. Die Regierungsparteien stehen weiterhin hinter ihrer Entscheidung, die Verteilung von Finanzhilfen an eine private Agentur ausgelagert zu haben. Da war eine Dimension zu bewältigen und auch die Dringlichkeit der Abwicklung. Denn glauben Sie mir, das hätte die Finanz mit Sicherheit nicht geschafft. Ich möchte der COFAG und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort Danke sagen, weil sie wirklich unter großem Druck sehr schnell gearbeitet haben. Tatsächlich war aber auch das Finanzministerium mit der Prüfung von Finanzansuchen beschäftigt. In welchem Umfang, ließ der Finanzminister offen. Ja, es geht wieder um Zahlen, ich weiß. Was heißt um Zahlen? Lassen wir mal kurz mal sacken, ja? Mhm. Das Finanzministerium. Ja. Es ist ja vom Finanzministerium ausgegangen, oder? Also das Finanzministerium hat gesagt, passt auf, wir schaffen das nicht als Finanzministerium selber, diese Hilfen auszuschütten. Was schon mal die Frage ist, wieso schafft es das Ministerium nicht? Ja? Das wäre mir die Nummer eins. Denn nicht das Finanzministerium mit seinen Beamtinnen und Beamten wickelt die Corona-Hilfen ab, sondern die eigens gegründete GmbH. Die COFAG. Sie ist eine Tochtergesellschaft der ABAG, die die Bankenhilfe nach der Finanzkrise 2014 gemanagt hat. Abgemacht wird dieser Plan mündlich. Der Rechnungshof hat nur persönliche Mitschriften der späteren Geschäftsführung zur Verfügung. Sonst wird nämlich nichts dokumentiert. Genau. Und dann
gründen Sie eine private Behörde. Agentur GmbH. Dem Finanzministerium keine Rechenschaft schuldig ist. Ja. Also da hat das Finanzministerium selber gesagt, hört zu, wir schaffen das nicht. Mhm. Ja, dafür gründen wir was, aber was die machen, da haben wir keinen Zugriff. Können wir nicht reinschauen. Auch die Fachabteilungen im Finanzministerium lässt man damals außen vor. Naja, das Ding ist, es wird von der Opposition, vor allem natürlich, weil die Regierung hat sowieso damit mitverdient. Es war ein Paradies, die Kofag für schwarze und grüne Berater. Es wird von der Opposition wird sehr stark eben nahegelegt, dass es nicht okay ist, dass man eine Firma gründet, die sich 20 Milliarden aus dem österreichischen Staatshaushalt rausnimmt, selbst dann entscheidet, wohin das Geld geht, wohin es verteilt wird und das damit begründet, so auf die Art, wir schaffen das nicht allein. Die Kofag entstand binnen weniger Tage, ohne nachvollziehbare Dokumentation der Willensbildung und Entscheidungsfindung im Finanzministerium sowie ohne ein Mindestmaß an Begründung und Abwägung der Alternativen. Das ist natürlich eine Praxis der österreichischen Regierungen, die man kennt. Sozusagen, es kommt eine Aufgabe auf sie zu und die Regierung sagt dann, ich kann das nicht allein, wir brauchen irgendwas. Ja? Wir brauchen zum Beispiel 8 Webseiten oder verschiedene Werbespots. Wenn ich mal in das Ministerium Gewessler hineinschaue und schaue, was dort alleine für Eigenwerbung und PR ausgegeben wird, da finde ich es ja fast wundersam, dass die Grünen überhaupt noch in der Lage sind, PR-Agenturen zu finden, weil die müssen ja schon alle von ihnen weggebucht worden sein. Und das Gleiche gibt es im Kanzleramt und in den anderen Ministerien genauso. Bei sich haben sie nie gespart, Herr Bundesminister. Sie haben immer noch geschaut, dass sie ihren Koalitionspartner und ihre Freunde bedienen. Das muss ich an der Stelle auch einmal sagen. Ja, und wieso soll so viel Steuer, wenn die Regierung nichts machen kann, wenn es dem Staat schlecht geht? Naja, sie machen halt was, indem sie den anderen dazu beauftragen, sind aber uns dann keine Rechenschaft schuldig, wie viel Geld sie dafür verwenden. Ja, weil sie von vornherein sagen, ja, wir wissen ja nicht, was die tun. Und ich möchte ja, du kannst irgendwas untersteuern. Nur wenn du als Finanzministerium sagst, wir gründen so eine GmbH und schauen aber, dass wir da keinen Einblick haben, das ist ja gerade vorlässig. Aus dem Finanzministerium kommt eine schriftliche Stellungnahme. Wir waren und sind der Überzeugung, dass die Abwicklung der Unterstützungsleistungen durch die Kofag die schnellste und effizienteste Methode war, um rasch Hilfe bereitzustellen. Die Entscheidung hat sich als richtig erwiesen. Einige Zeilen darunter heißt es dann: Kritik, Kommentare und Empfehlungen des Rechnungshofes werden natürlich umgesetzt. Nur, dass es dafür mittlerweile zu spät ist, denn viel Steuergeld, ob als womöglich zum Teil unnötig hohe Hilfen oder vermessene Gagen, ist unwiederbringlich weg. Deswegen ist auch die Opposition hingegangen 2021 und hat gesagt, das geht so nicht. Und da schauen wir jetzt noch schnell rein. Die drei Oppositionsparteien haben bereits 2021 einen gemeinsamen Antrag beim Verfassungsgerichtshof auf Aufhebung der Covid-19-Finanzierungsagentur gestellt, sind damals aber abgeblitzt. SPÖ und NEOS sind froh über den, wenn auch erst späten, VfGH-Entscheid. Das ist in Wahrheit eine politische Bombe. Die Bundesregierung hat damals entgegen den Warnungen der Opposition diese Kofag so aufgesetzt, dass es keinen Rechtsschutz gibt für die Unternehmen und dass es keine politische Kontrolle gibt. Und der Verfassungsgerichtshof hat jetzt gesagt, das geht nicht. Tatsächlich glaube ich, dass es jetzt ein gutes Urteil ist, mit dem wir auch sehr inhaltlich arbeiten können, weil es doch auch in Richtungen geht, wo man sagt, was ist denn die Aufgabe der Republik, was darf denn hoheitlich oder muss hoheitlich gemacht werden, weil wir ja wissen, dass es in Österreich eine Tradition des Auslagerns gibt und damit auch dem Entziehen der politischen Kontrolle. Die Oppositionsparteien sind offenbar schon damit beschäftigt, den nächsten Urschuss zu planen, der sich mit der Kofag beschäftigen soll. Jetzt kommt eine kleine Geschichtsstunde gemeinsam mit einer der Oppositionellen, die sich da sehr stark aufgeregt hat. Man sieht es da in der Mitte, rot, da, nicht wahr? Die Julia Herr. Der nämlich ein paar Geschichten erzählt. Da fällt mir in diesem Zusammenhang eine Geschichte ein. Welche Fälle da jetzt zum Beispiel sehr auffällig waren? Zum Beispiel McDonald's? McDonald's hat beispielsweise als internationaler Konzern in der Corona-Zeit Rekordumsätze verzeichnet. Bei denen haben sie es nämlich hingekriegt, dass die alle möglichen Förderungen gekriegt haben in Österreich. Da wurde nämlich gleichzeitig der Fixkostenersatz, der Umsatzersatz, die Kurzarbeitsentschädigung, die Halbierung der Mehrwertsteuer und so weiter. Das wurde alles ausbezahlt. Fun Fact, die haben die ganze Zeit offen gehabt. Ah ja. Während McDonald's übrigens offen hatte und weiterhin laufend Einnahmen verzeichnet hat. Und bei denen haben sie es witzigerweise auch hingekriegt, die Mehrwertsteuer zu halbieren. Die Halbierung der Mehrwertsteuer. Oh,
wie gesagt, große Firmen, nicht wahr? Große amerikanische Firmen. Die Kunden und Kundinnen hatten davon im Übrigen nichts, außer dass die das mit ihrem Steuergeld finanziert haben. Rekordgewinne finanziert durch unser aller Steuergeld für McDonald's. Na super, das ist die Leistung ihrer Kofag. Großamerikaner. Mann, das ist ein Franchise, ich verstehe schon, da gibt es eine österreichische quasi Besitzer dann. Ja, aber weil wir gerade bei amerikanischen Firmen sind, Starbucks zum Beispiel, für alle, die gern Steuern zahlen. Gehen wir gleich weiter. Starbucks ist auch ein Unternehmen, das kennt sich relativ gut aus im Vermeiden eigentlich vom Steuerzahlen. Die zahlen ganzheitlich in Österreich im Jahr, glaube ich, 3.000 Euro Steuern. Da wissen wir, im Jahr 2019 hat Starbucks in ganz Österreich nicht einmal 3.000 Euro Steuern auf seine Gewinne gezahlt. Weil sie natürlich eine Konstruktion haben, wo dann die Gewinne in ein anderes Land gängen und dann zurück und keine Ahnung und dann bleiben halt 3.000 Euro über. Und dieses amerikanische Unternehmen ist halt auch mit diesen Corona-Hilfen von dieser Kofag zugeschissen worden. Im Jahr später, im Jahr darauf, hat Starbucks dann das 280-fache an Fördergeld bezogen. Na super, ein Konzern, der nicht einmal hier seine Steuern zahlt, denen haben wir auch die Gewinne erhöht und auch hier wiederum den Aktionären und Aktionärinnen ein bisschen ein Geld versorgt mit unserem Steuergeld. Ja. Und dann gibt es wieder andere Unternehmen, die haben bis heute kein Geld gesehen, weil sie halt nicht vielleicht einen guten Draht zum Finanzminister haben oder genug Geld, Berater zu beschäftigen, um sich um solche Förderungen zu kümmern. Mhm. Das ist natürlich ein riesiger Verwaltungsaufwand, auch für die das halt auch machen müssen. Naja. Das Witzige ist dabei, dass es natürlich schon auch so Fälle gibt, wo halt dann nicht der Verfassungsgerichtshof beim Finanzminister anruft, sondern die EU, weil einfach nämlich nicht auf Basis von Notwendigkeit, sondern auf Basis von Firmenkonstruktionen diese Agentur auszahlen hat können, was sie will. Schauen wir es uns an, die Überförderung von Konzernen. Und diese Beispiele habe ich ihm übrigens jetzt nicht mitbringen können, weil wir das parlamentarisch kontrollieren konnten, sondern weil die EU sie dann dazu gezwungen hat, zumindest einen Teil der Corona-Gelder zu veröffentlichen. Das heißt, in Österreich ist es zum Beispiel so, nur um jetzt nur mehr verschiedene Firmen zu nennen, in Österreich ist es so, dass Hartlauer ist eine Firma in ganz Österreich. Mhm. Und Mediamarkt ist jeder Standort eigene GmbH. Mhm. Das heißt, es ist laut dieser Agentur so, dass jeder Standort von Mediamarkt kann quasi selber ansuchen auf einen gewissen Rahmen und Hartlauer, der in ganz Österreich vertreten ist, als eine Firma kann nur einmal ansuchen. Verstehe schon, ja. Das führt dazu, dass die halt dann filialabhängig bezahlt werden und nicht gedanklich richtig, Hausverstand technisch so unterstützt werden, wie es zum Beispiel auf Basis von Mitarbeitern ist oder so. Und da kommen wir zu einem weiteren Konstruktionsfehler. Verluste, finanzielle Verluste waren ja gar nicht Voraussetzung dafür, dass man Hilfen erhält. Ja, dadurch haben ja auch Unternehmen, die wirklich gute Bilanzen geschrieben haben, die gute Wirtschaftsjahre verzeichnet haben, trotzdem abkassiert. Ja, schau mal, du sagst jetzt was Interessantes, Hausverstand, weil da kommt für mich auch aus, wo ich mir denke, Entschuldigung, man kann ja nicht so dumm sein, oder? Im Vorfeld. Wenn man sich jetzt wirklich das anschaut, wenn man vorstellt, da werden Politiker und Minister zahlt, ja, vom Steuergeld, vom Österreicher. Ja. Und da kommt keiner auf die Idee, dass es eine schlechte Idee ist, einer GmbH solche Befugnisse zu geben. Und dann kommt man drauf, dass die amerikanischen Firmen da die Nutznießer davon sind. Das ist ein Skandal. Das sag jetzt nicht nur ich. Das sagt jetzt nicht nur die SPÖ. Das sagt der Rechnungshof. Also die Österreicher haben teilweise nur kein Geld gekriegt. Ja, aber eben. Und da, österreichische Betriebe. Weil ich denke mir ja, das hat ja was mit Dummheit zu tun. Nur wenn ich dann höre, dass da manche Leute es eben gekriegt haben und vor allem amerikanische Firmen, dann ist es ja wieder was Böswilliges, Absichtliches, Grausliches, oder nicht? Was ist dabei rausgekommen? Leider, wie so oft, Bereicherung für einige wenige auf Kosten der breiten Mehrheit. Auf Kosten der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die schon wieder herhalten mussten. Auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung, die diese Überförderung noch finanzieren hat müssen. Und wie gesagt, das Finanzministerium macht eine Agentur, auf die er selber dann keinen Zugriff hat. Und das Schöne ist bei der Agentur, klassischer österreichischer Weg. Natürlich braucht diese Agentur zwei Geschäftsführer. Einer mit grünem Hintergrund,
und einer mit schwarzem Hintergrund. Einer der Chefs der neuen KOFAG wird Bernhard Perner, der auch Geschäftsführer der ABAG und ein Vertrauter des damaligen ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt ist. Im Jahr 2020 bringt ihm das 280.000 Euro von der ABAG und noch einmal 175.000 Euro Gage von der KOFAG, obwohl die ja eigentlich der ABAG gehört und somit in seinem Arbeitsvertrag inkludiert ist. Diese Postenbesetzung kritisiert schon damals die Finanzprokuratur, also die Anwaltschaft der Republik, aber ohne gehört zu werden. Und dreimal darfst du raten, wer von denen mehr verdient? Der Schwarze? Natürlich. Natürlich zwei Geschäftsführer, ganz klar. Der von der Seite der ÖVP hat auch mehr verdient als der von den Grünen. So viel Ordnung muss natürlich auch sein. Alles, was recht ist. Na, aber es ist trotzdem, es ist ja verrückt, dass man das kommen hat sehen hat müssen, dass der Verfassungsgerichtshof irgendwann sagt, Freunde, was ihr da macht, ist nicht koscher, ja? Und wir haben in der allerersten Sitzung schon genau darauf hingewiesen auf ihre verhunzte KOFAG, als sie die ins Leben gerufen haben. Und sie haben das gewusst und sie haben diese Anträge allesamt niedergestimmt. Aber sie haben es wahrscheinlich so lange ausgezögert und gesagt, ja passt, dann machen wir das halt so lange, bis der Verfassungsgerichtshof was sagt. Und da denke ich mir aber schon, Freunde, ihr redet davon, die Politverdrossenheit, der Hass im Netz und keine Ahnung, die ganzen Umfragen. Und ihr wundert euch, dass ihr GmbHs macht, wo ihr dann sagt, das Ministerium, das müssen wir mir vorstellen, das Ministerium schafft das nicht. Denn glauben Sie mir, das hätte die Finanz mit Sicherheit nicht geschafft. Ja, ich sag, ja, dann stellt's Leid ein, Freunde, na, Alter. Na? Stellt's Leid ein, na, sie gründen eine GmbH. Ja, das ist der falsche Weg. Mal weißt du, müsst sagen, so Freunde, du ich geh nie wieder wählen. Mache ich für irgendwen ein Kreuz. Ja, dir fällt aber auch nichts Neues. Tja, und dadurch, dass es so Sendungen gibt wie bei uns, gibt es natürlich auch Protestwähler, die dann sagen, jetzt extra nicht. Weißt du? Ja. Und das ist eben auch das Ding. Und wird's nicht wundern. Wir haben noch nicht einmal das Thema René Benko angesprochen, der der klassische Fall natürlich ist. Es gibt viele Fälle bei der ÖVP, Wahlkampffinanzierung, aber der klassische Fall ist ja tatsächlich der, dass du im Wahlkampf eine Partei unterstützt, wie zum Beispiel, ich sage jetzt irgendeine Partei, die ÖVP, und denen gibst du sehr viel Geld und dafür kriegst du dann ein Haus auf der Maria-Hilfer-Straße, sehr günstig, jetzt um 10 Millionen günstiger, als vorher geschätzt wurde, und du kriegst natürlich auch Corona-Hilfen und Steuernachlässe für ein Unternehmen, das du später in die Insolvenz trägst. Ja? Was hat es uns gebracht, diese 10 Millionen oder ich glaube 9 Millionen waren es, wenn ich korrekt bin, für Kickerliner, die wir da ausbezahlt haben? Eine der größten Insolvenzen überhaupt hat es uns gebracht, dass fast 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job verloren haben, obwohl die gar nichts dafür konnten. Die haben nämlich keinen einzigen Cent dieser Förderungen bekommen. Die waren lediglich die Leidtragenden. Und Gläubiger ist natürlich auch wieder wir, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Und der größte Gläubiger bei dieser Insolvenz, die Republik. Wir zahlen also doppelt drauf, doppelt zahlen sie drauf, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Und man hat natürlich jetzt auch so ein bisschen so diesen geistigen Rückblick auf eine Zeit, wo in Österreich Sachen verordnet waren, wo der Verfassungsgerichtshof schon relativ flott gewusst hat, um was es geht, aber die Regierung gesagt hat, na, wir belegen euch jetzt mit einer Pflicht und warten darauf, dass sowas wie eine Instanz kommt, um das aufzuheben vielleicht. Oder ihr seid die Regierung, verstehst? Naja, wobei man sagen muss, das mit dem Aufheben vom Verfassungsgerichtshof, das war ja der Lockdown. Ja? Aber das war auch, wir entscheiden das jetzt, das muss jetzt sein, so wie der Karl-Heinz Kopf das gesagt hat, es war wichtig, es war notwendig, es war jetzt schnell möglich und so und tralala. Du, es kann schon sein, dass es wichtig war für gewisse Firmen, dass sie Unterstützung haben. Gell? Ich bin ihnen nicht neidisch deswegen, sondern ich reg mich darüber auf, dass die Regierung nicht imstande ist, solche Sachen selber zu entscheiden. Ja. Das regt es mich auf. Die Firmen sollen ihre Hilfen kriegen, wenn sie es brauchen. Und gleichzeitig, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, hat sich bei uns ein Gastronom aus Salzburg gemeldet. Der hat angefragt um 80.000 Euro. Der hat erhalten Nüsse. Aber die Sache ist halt die, man muss eben auch im Hinterkopf behalten, dass da, wo wir uns alle sehr aufgeregt haben, ja, also innerlich wie äußerlich, bei der Hypo, da ist es um 16 Milliarden gegangen. Mhm. Also mit 16 Milliarden kann man in Österreich viel machen. Und bei der KOFAG ist es um 20 Milliarden gegangen, wo man ein Konstrukt gemacht hat mit zwei Geschäftsführern, mit Beratungstätigkeiten für Kanzleien,
die haben sie sicher nicht vorher kennt. Auch für Berater ist reichlich Geld geflossen. Von März 2020 bis Juni 2021 soll die COFAG für Beraterleistungen 21 Millionen Euro ausgegeben haben, 2/3 davon für externe Berater. Mit verschiedenen Finanzexperten, da hat auch hier keine Verbindungen gegeben. Die COFAG hat 14 Millionen Euro an private externe Berater, also Wirtschaftsprüfer und vor allem Rechtsanwälte vergeben. Und es waren Rechtsanwälte, die dann auch Gesetzesentwürfe geschrieben haben und die da wirklich ganz eng mit der COFAG zusammengearbeitet haben, eben an den Beamten vorbei. Und nur damit diese Firma überhaupt funktioniert, nimmt der österreichische Staat, sagen wir mal, 70 Millionen in die Hand. Also da platzt einem wirklich fast der Kragen, wenn man daran denkt, dass selbst in der allergrößten Krise, mitten im Corona-Chaos, sie noch die Chance für Klientelpolitik genutzt haben und für ihre eigenen Leute gescheit zugelangt haben. Gell? Und da ist noch nicht einmal irgendwas ausgezahlt worden. Und dann fangen wir an, ohne dass das Finanzministerium was machen kann, Sachen herzugeben. Und das Schöne ist, und das ist auch wieder jetzt dann zurück, um diese Geschichtsstunde zu schließen, sagt die Julia Herr dann zum Schluss. Und was passiert jetzt? Richtig. Das Einzige, was dem Herrn Finanzminister ja eingefallen ist, auf die Reaktion dieser vielfältigen Kritik, ist ja im Übrigen die Ankündigung, dass die COFAG jetzt abgewickelt wird. Ja, das kennen wir schon, wie die ÖVP die Dinge abwickelt. Und wenn wir ganz leise sind, dann hören wir vielleicht schon die Schredder, die angeworfen werden, um ja sicherzustellen, dass nicht aufgeklärt wird. Hörst du schon, ne? Ja. Ja, ja, es ist zum Rehren. Ja, Sie haben recht. Und ich sitze hier jetzt erst seit 2 Stunden und 20 Minuten und es tut mir weh. Aber das Einzige, was uns hier noch überbleibt, ist uns auch bei einer sehr belastenden Schulden, wie auch geistig, wie auch psychisch, wie auch physisch Entsendung, uns alles Gute zu wünschen. Alles Gute. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke. Alles Gute. Tschüssi.